Und dann ist es Frau Dr. Engelhardt von der Kreisverwaltung hier in Ludwigshafen. Frau Dr. Engelhardt, heute wurde nochmal ein Resümee gezogen zu dem Unfall mit den 112 Welpen hier bei uns in der Region. Können Sie mal kurz sagen, wie Stand der Dinge zurzeit ist? Ja, die Welpen sind natürlich erstmal, weil sie verletzt waren und untersucht werden mussten, in verschiedene Tierheime untergebracht worden. Und dann haben wir die tierseuchenrechtlichen Unterlagen und auch die Dokumente und alles überprüft und auch die Verifikation gemacht und festgestellt, dass es da Probleme gibt und deshalb die Tiere unter Quarantäne gesetzt. Also sie haben keine gültige Tollwutschutzimpfung und müssen deshalb jetzt erstmal hier bleiben und dürfen auch nicht weiter verbracht werden. Wie sieht's aus mit dem Eigentumsrecht? Wem gehören aktuell die Tiere und wem gehören sie in absehbarer Zeit und vielleicht auch in diesem Zusammenhang die Kosten? Im Moment gehören sie noch dem Verantwortlichen, also dem Transporteur. Wir stehen in Kontakt mit diesem und wollen erwirken, dass er auf sein Eigentum verzichtet, weil ja auch die Kosten langsam sehr stark ansteigen und auch den Wert der Tiere allmählich überschreiten. Falls dies nicht zum Erfolg führt, werden wir entsprechende verwaltungsrechtliche Maßnahmen dann weiter einleiten. Um wie viele Tiere handelt es sich jetzt konkret, die jetzt hier sind und um was für Rassen in überwiegend handelt es sich? Es war ein Transport von 113 Tieren, zwei Tiere sind leider gestorben, das heißt es sind noch 111 und es sind meistens sind Rassenhunde, also nur ganz wenige Mischlinge. Und die Rassen sind also quasi alles von Rehpinscher bis zum Bernhardiner. Was ist mit Staffordshire Terrier, mit Bull Terrier, mit diesen Rassen? Was ist da zu erwarten? Wie viele sind da ungefähr dabei? Oh, das kann ich Ihnen jetzt ad hoc so nicht sagen. Es sind auch etliche dabei, allerdings, ich glaube 10 oder so, 10, 15. Das wird zu klären sein, was mit denen weiter passiert. Das ist noch nicht endgültig geklärt. Wie kurze Vorausschau jetzt, was denken Sie, wie geht jetzt der Fall weiter, wie lange zieht sich das jetzt noch hin, bis wann ist das alles geklärt und wie viele Interessenten gibt es jetzt, die sich dafür vielleicht interessieren, weil es war ja ein medienträchtiger Unfall? Ja, also wir wollen in den nächsten Tagen die Sache zum Abschluss bringen. Die Tierschutzvereine also und viele andere, auch nicht nur aus der Umgebung, haben ja ihre Unterstützung angeboten, dass sie die Tiere gern übernehmen würden. Und wir sind da sehr, sehr dankbar darüber, über diese Unterstützung. Und wir hoffen, dass wir das baldmöglichst machen können, die Tiere also übereignen an Tierschutzvereine. Und dann kann die Vermittlung stattfinden, wenn dann der gültige Impfschutz auch da ist. Das heißt, die Tiere müssen erst noch Tollwut geimpft werden und dann noch eine Zeit abgewartet werden, 3 Wochen, bis die Impfung gültig ist. Und dann können die Tiere vermittelt werden. Gibt es eine Ansprechadresse, wo sich jetzt Leute hinwenden können, die an so einem Tier Interesse haben? Im Moment gibt es noch keine zentrale Ansprechadresse. Wir haben also 4 Tierheime. Möglicherweise wird sich das auch noch ändern, dass noch ein paar Tiere woanders hingehen. Ich denke, das wird sich dann zeitnah einrichten lassen, dass wir einen zentralen Ansprechpartner haben, der dann die Leute auf die entsprechenden Tierheime verweist. Wie sieht es strafrechtlich aus? Es gibt eine Strafverfolgung jetzt gegen den Eigentümer. Wie ist das einzuschätzen, jetzt nachdem ein paar Tage vergangen sind? War der Transport relativ legal? War er illegal? Gibt es strafrechtliche Ansätze? Also illegal in dem Sinn war er nicht. Allerdings sind die Transportbedingungen nach Tierschutzrecht nicht ordnungsgemäß gewesen. Also da hat er Verstöße begangen gegen tierschutzrechtliche Vorschriften und er hat natürlich massiv gegen tierseuchenrechtliche Vorschriften, also durch diese nicht ordnungsgemäß durchgeführte Tollwutimpfung verstoßen. Was denken Sie, bis wann das der Fall abgeschlossen ist? Oh, das kann ich nicht sagen.